Seit 3 Jahren gibt's keine Ernte mehr. Nur wenige von uns haben überlebt. Manche sagen, dass es über der Baumgrenze wieder regnet. Ich glaube nicht daran. Wirken gleich Richtung wie wir. Siehst du? Das ist ein Zeichen. Was ist, wenn es da oben nicht besser ist? Na, die Vögel, die wissen, wo das Wasser ist. Wir wurden überfallen. Die kommen alle paar Wochen runter. Fangen Leute ab und verschwinden wieder. Ich muss meine Schwester finden. Leonie! Wo ist Leonie? Fahr los! Ich habe Rauch gesehen, ungefähr 3 Kilometer in diese Richtung. Tut ihr nichts. Im Gegenteil. Was macht ihr hier? Bist du hier weg? Die Sonne wird dich verbrennen. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und welchen Film du machst? Ich bin Tim und ich habe den Film Hell gemacht. Hell wie dunkel. Also das Deutsche Hell. Also er heißt auch Hell und nicht Hell wie Hölle. Es passt beides. Es passt beides, ja. Glaube ich auch. Und worum geht's denn in dem Film? Der Film spielt nach einer, sag ich jetzt mal, fiktiven Klimakatastrophe in der Zukunft, in einer Zeit, in der es nichts mehr es gibt. Also aufgrund von der Sonne, die sich einfach aus unerklärlichen Gründen stärker strahlt auf die Erde, ist alles ausgetrocknet und es gibt nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken. Und die Leute vermummen sich, bevor sie in die Sonne gehen. Und wir begleiten eine Gruppe von 3 Leuten, die gehört hat, dass es in den Bergen wieder Wasser geben soll. Die auf der Suche sind nach diesem Wasser. Und unterwegs müssen sie aber feststellen, ja, dass er noch ein paar Gefahren dauert. Hattest du dann, siehst du einen hellen, tieferen Sinn? Also warum hast du ihn gemacht? Ist das vielleicht irgendwie so eine Botschaft von wegen, passt auf das Klima auf, schützt das Klima, sonst könnte es euch auch bald so ergehen, euch Menschen? Oder hast du jetzt einfach irgendwie gut in der Story Grund gemacht? Gefallen? Nee, also gar nicht. Da steckt keine Botschaft dahinter oder keine. Das war zumindest nicht die Intention, sondern ich wollte in erster Linie einfach einen Thriller machen und einen apokalyptischen Thriller. Und das, was da passiert ist, das ist einfach die fantastische Prämisse, was mit dem Klima passiert ist. Und darum geht es eigentlich nicht, auch nicht in dem Film, sondern es geht darum, was zwischen den Überlebenden dann passiert. Also da ist keine Botschaft. Ja, gut, aber. Also, im Zeitalter der Erderwärmung ist das natürlich keine schlechte Warnung, auch indirekt. Ist natürlich, wenn jeder kann da klar was rausziehen, aber es war jetzt nicht intendiert oder so, da eine ökopolitische Botschaft zu machen. Was vor allen Dingen interessant ist, also habe ich mir überlegt, wo habt ihr gedreht? Weil es ist ja alles irgendwie Wüste und Tod wegen der Sonne. Also wir haben 2/3 des Films in Deutschland gedreht. Bayern und in Berlin-Brandenburg. Und 1/3 des Films haben wir in einem abgebrannten Waldgebiet auf Korsika gedreht. Da war ein großflächiger Waldbrand und wir wollten ein paar Totalen machen können und da konnten wir dann mal das Bild weiter. Und da, wenn ihr in Deutschland gedreht habt, wie hast du es hinbekommen, dass immer die Sonne scheint? Musstet ihr da viel warten, oder? Nee, das ist, also tatsächlich war der Drehplan natürlich von dem Regieassistenten oder Produktion so gelegt, dass man, wenn mal keine Sonne ist, man zum Beispiel eine Szene im Auto innen gedreht hat.
Nichtsdestotrotz haben wir zur Osterzeit angefangen zu drehen und das ist natürlich noch sehr kalt. Und die Schauspieler, obwohl das so ein heißer Film sein soll, standen dann teilweise in Daunenjacken und so da in den Pausen. Und dass es aber immer trotzdem nach Sonne aussieht, das ist meinem, dem Kameramann Markus Wörer zu verdanken, der ein Lichtkonzept halt ausgefeilt hat, sodass man auch, wenn mal nicht die Sonne schien, mit künstlichen Einstrahlungen und so die Sonne erzählen kann. Also es sind teilweise auch, das wäre auch noch eine Frage, halt, wie das, das besonders schwer war, das grelle Licht einzufangen. Also habt ihr da viel mit Computer auch noch? Nee, wir haben eigentlich verhältnismäßig für so einen Film, also wenn man das vergleicht mit einer amerikanischen Produktion von so einem Stoff, haben wir sehr wenig Computereffekte wirklich gebraucht. Also wir hatten ursprünglich gedacht, wir brauchen sehr viel mehr und haben dann aber festgestellt beim Drehen, dass viele Dinge aber schon mit einfachen handwerklichen Lösungen beim Drehen zu lösen sind. Handwerkliche Tricks zu lösen sind. Sprich irgendwie Scheinwerfer hinter Lattenzäune. Scheinwerfer, der direkt in die Kamera strahlt, der dann im problematischen Bildteil auch gleich noch mit Weiß verschwindet. Hm. Und viele haben dann Staub. Wir haben sehr viel mit Staub beim Drehen selber gearbeitet. Staub verschwinden lassen. Hm. Also es ist verhältnismäßig wenig gemacht. Was war dir bei der Wahl der Hauptdarsteller am wichtigsten? Also mir war es vor allem wichtig, dass ich tolle Schauspieler habe. Also ich hatte, es war mein erster Film, oder ist mein erster Film, und die Schauspieler, mit denen ich gearbeitet habe, die waren aber sehr viel erfahrener und ich habe sehr viel von deren Erfahrung profitiert. Hm. Und für mich als Debütfilm war das natürlich auch ein Geschenk mit solchen, gleich beim ersten Film mit solchen Schauspielern zusammenzuarbeiten. Und da habe ich sehr viel rausgeholt. Gewisse Leute hatte ich von Anfang an im Kopf, also zum Beispiel Hanna. Also ja, Hanna Herzsprung, ja. Die ist ja auch sehr bekannt, also ja. Im deutschen Fernsehen. Ja. Also der Name hat mir nichts gesagt, aber das Gesicht hat sich ja. Ja, also das, genau, die hatte ich schon beim Schreiben im Kopf, hätte dann gedacht, dachte mir dann so, da haben sie dann nicht angefragt, weil ich mir so dachte, ja, die wird sowas nicht machen. Die, das wird so ein Genrefilm, dann wird sie nicht interessieren. Dann haben sie aber trotzdem geschickt und hat sie tatsächlich gesagt, doch, das würde sie interessieren. Ja, und wo du jetzt sagst, Genrefilm, also für mich sieht das ja aus wie ein Endzeitfilm. Mhm. Jetzt Hell oder Helle, egal. Ja. Doppelt gemuckelt, tolles Wortspiel. Was ironisch meint, also, Wortspiel? Nee, ich hab dann auch, also als mein anderer Kritiker halt die Kritik abgeliefert hatte, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ich dachte, das heißt halt Hölle, weil die Erde sich sozusagen in so eine heiße Hölle verwandelt hat. Ich habe gar nicht an die Sonnenstrahlen gedacht, das fand ich schon sehr geschickt. Es kommen wahnsinnig viele Leute nicht drauf. Es kommen auch viele Leute nach dem Film gucken, wo das eigentlich wirklich, ich dachte, das wird dann klar, weil das immer so überstrahlt ist und so, kommt nicht drauf. Ich glaube, das ist einfach, weil man am Kino, das da assoziiert man mit amerikanischen Titeln, deswegen liest man das gar nicht als das. Und im Trailer sieht man ja schon irgendwie so Leute, die anscheinend andere, also die Hauptdarsteller auch irgendwie gefangen nehmen oder sowas, irgendwas von denen wollen. Kann man da einen gewissen Härtegrad auch erwarten, wenn man sich den Film anguckt? Weil ich glaube, war das jetzt die Hanna, die rennt auch mit der Axt lang? Ja. Ist da irgendwie Special Effect technisch auch was? Also man darf jetzt keinen Slasher erwarten. Nee, nee, klar. Also, und keinen Hostel oder so, sonst wäre man enttäuscht. Es geht trotzdem ziemlich zur Sache dann gegen Ende. Aber es ist nicht sehr explizit dargestellt. Aber schon so ungefähr ab 16. Es ist ein 16. Also es ist schon sehr hart, was passiert. Ja. Auch viel spielt sich in den Köpfen ab, dass man sich so zusammenreimt, was da so passiert. Aber wir haben auch explizite Gewaltszenen. Aber es ist halt neben, es ist nicht Hostel. Kein Torture-Porn. Gut, neu-Dinglisch gesagt. Ist Torture-Porn. Sind aber doch diese Hostel-Dinger.
Ja, und wie vorhin schon angemerkt, du siehst sehr jung aus. Wie bist du dazu gekommen, Regisseur zu werden? Hattest du irgendwie schon als Kind die Intention, Ideen in Bilder umzusetzen? Oder hast du das studiert? Oder war das jetzt einfach, irgendwie hat sich das irgendwie ergeben durch Zufall? Nee, ich hatte also schon sehr früh den Berufswunsch und habe dann direkt nach der Schule, bin ich auf die Filmschule in München. Ach, richtig, Filmschule? Ja. Und habe da studiert. Vor anderthalb Jahren, also kurz bevor wir angefangen haben, den Film zu drehen, habe ich abgeschlossen. Wie lange habt ihr gedreht? Wir haben lange gedreht. Also wir hatten ursprünglich mal 42 Drehtage gedreht gehabt und hatten dann 50 wirklich gedreht, weil eben mit Wetter und so, das sind dann noch ein paar Tage ausgefallen aufgrund von Regen. Und das ist relativ viel. Und wenn du sagst, du kamst direkt von der Hochschule quasi und hast dann angefangen, halt den Film zu drehen, wie kommst du? Nadine, du hattest ja auch das Drehbuch geschrieben, ne? Und du hattest dann, also anteilig, und du hattest, stammt die Grundidee von dir selbst? Oder? Also ich hatte so die Grundidee im apokalyptischen Film und die Hauptfigur stand fest, sozusagen. Also so die Entwicklung von dem Hauptcharakter, das waren so diese Pfeiler, die von Anfang an feststanden. Ich hatte dann aber an der Filmschule noch einen Kurzfilm gedreht. Das war ein Zombie-Kurzfilm, ganz einfache Geschichte. War ganz schnell wie gedreht. Heißt der? Kann man den irgendwo sehen? Ja, ich glaube, den kann man nirgendwo sehen, aber ich muss mal nachgucken, ob das mittlerweile irgendwo. Der hieß Am Flaucher. Und der ist völlig. Also ganz. Aber ich bin halt ein großer Fan auf dem Zombie-Film. Und das war. Also hast du schon irgendwie, findest du schon das Horror-Genre generell auch ansprechend? Ja, natürlich, total. Ich glaube, das geht total genau. Du hast ja auch gut mit Endzeit zusammen und so, ist ja auch alles immer schrecklich. Nee, da sind auch viele Horrorfilme, waren auch vor, die uns inspiriert haben jetzt für den Film. Aber ich habe dann eben diesen Zombie-Kurzfilm gemacht und gesagt, das will ich machen, aber in Lachen. Und dann kam halt der Thomas Röpke, der auch Produzent ist, und die Gabriele Walter, die kam mit dazu, und Thomas, der auch Co-Autor ist, der hat dann gesagt, wir müssen da was Neues finden, wir müssen da noch mal was anderes finden und so, und dann weiter. Seid halt auf die Sonne gekommen. Ja. Auch nicht schlecht. Also dann kanntest du die Produzenten sozusagen vorher auch schon durch das Studium? Oder? Ja, das ist so, ja. Ich hatte dann neben diesem Film gedreht, das war wie so eine Visitenkarte, die gezeigt hat und gesagt, das will ich machen, den Plan, bis jemand interessiert. Und dann ja gleich auch ins Kino, ne? Also der startet ja deutschlandweit, hell? 22. Ich glaube sogar auch in den großen Kino. Das ist ja nicht jetzt nur so Arthouse. Nee. Das ist ja schon enorm für den ersten Film, so von der Hochschule, und dann gleich den Film drehen. Deutschland bei Kino. Da fragt man sich schon, wie sowas passiert, wie sowas zustande kommt. Also hattest du deine Drehbuchidee und dann kamen die Produzenten und gesagt, hey, die finden wir sind. Ja, schon, ja, am Anfang. Und dann hatte ich halt das Glück, dass ich Produzenten hatte, wie eben Thomas Röpke oder Gabriele Walter, die halt einfach auch da mir alles, das alles ermöglicht haben. Sonst wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Nicht aber zu schnell. Ja. Ganz entschuldigen. Weil wir waren ja gerade dabei, wieder Kontakt zu finden. Ach so, ja. Und hat er was gesagt? Nee. Er meinte, das kannst du dann besser. Nee, das war dann so, einfach über den Film zeigen und dann so. Und dann wieder ein Freund von mir war mit Thomas befreundet. Und dann so. Ach so. Möchtest du sonst noch was sagen? Ich habe leider das Presseheft nicht bekommen gehabt. Ich merke halt, dass im Internet, da kriegt man ja sehr direkt mit, was Leute denken von dem Film und so. Und ich bin jetzt sehr aufgeregt für heute für das Screening, weil das heute, die Zuschauer, das sind halt die Spezialisten. Das ist sozusagen der Rahmen, in dem das jetzt hier gezeigt wird, für das ist der Film optimal. Ich bin sehr nervös, wie das ankommen wird. Und ich merke halt im Internet so, bei den Trailer-Kommentaren oft, dass es eine,
dass Leute sehr kritisch da rangehen, weil es ein deutscher Film ist, ein deutscher Genre. Ja, deutsche Filme haben es irgendwie schwer, in Deutschland. Ja. Und ich hoffe einfach nur, oder ich wünsche mir, dass die Leute dem Film zumindest eine Chance geben und sich das angucken, um zu gucken, ob die da auch eben auch sehen, dass auch ein Film aus Deutschland ist. Also der ist ja von Roland Emmerich sogar produziert und ja jetzt auch über Paramount aus der Verleih oder Publisher gesagt. Verleih. Ich meine, also da sollten die Chancen ja nicht schlecht stehen. Ja. Vielversprechender, einfacher, eingängiger Titel. Einschaft. Das ist, glaube ich, ne? Einschaft. Zukunft, wie sieht die Zukunft aus? Ja, wie sieht die Zukunft? Zukunftsperspektive, Genre gleich bleiben oder komplette andere Richtung? Also ich weiß, ich habe noch überhaupt keine Ahnung oder so, was das nächste sein wird. Nur ich weiß, dass es was Düsteres sein wird. Okay, also dann dunkel. Dunkel. Lustig. Mein Gott. Passt. Okay. Dann bedanken wir uns für das Interview und wünschen natürlich viel Glück mit dem Film und hohe Quoten, hohe Kinobesuchsquoten und später vielleicht auch die Verkäufe. Und ja, vielen Dank. Ja, danke. Hat sehr Spaß gemacht. Ja, hat mir auch Spaß gemacht.